Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute etwas sehen, das ihr eigentlich aus der objektorientierten Programmierung kennt, das wir aber in C noch nicht gesehen haben. Und zwar Strukturen, gell, oder Schlüsselwort Struct dazu. Was ist das? Das ist etwas, und zwar ist ein zusammengesetzter Datentyp, gell, oder eine ja, zusammengesetzte Variable dann, die anders funktioniert als die zusammengesetzten Datentypen, die wir bis jetzt gesehen haben. Gell? Also wir haben bis jetzt ja zusammengesetzte Datentypen gesehen, die lauter Elemente gleichen Typs beinhalten können. Gell? Das sind die Felder oder Arrays. Gell? Also mit Felder oder Arrays kann man Elemente, die alle vom gleichen Typ sind, dann darstellen. Gell? Das ist ja oft sehr praktisch. Gell? Aber es gibt auch die Situation, in der wir nicht nur Elemente gleichen Typs darstellen müssen, sondern auch vielleicht Elemente verschiedenen Typs. Gell? Also wo wir dann ja, irgendwo vielleicht einen Integer und dann eine Zeichenkette, gell, und dann vielleicht noch einen Gleitkomma-Typ darstellen müssen, und das gehört dann irgendwo zusammen, gell. Und wenn man so etwas braucht, wo man also Elemente beliebigen Typs zusammenbauen muss, gell, dann braucht es etwas anderes als Felder, gell. Also mit Feldern kann man nur Elemente gleichen Typs zusammenfassen zu einem Ganzen, gell. Und jetzt sind wir bei den Strukturen, gell, Strukts oder auch Records, wie es der Nikolaus Wirth gesagt hat, gell. Also das ist ein zusammengesetzter Typ, der Elemente zusammenfasst, die beliebigen Typ haben können, gell. Das sind die Strukturen, gell. Und warum habe ich vorher gesagt, das kennt ihr ja schon, gell. Also ihr habt ja in Java ein Konzept gesehen, das ist das Konzept der Klasse, gell? Und in die Klasse könnt ihr beliebige Dinge als Daten definieren, gell? Ihr könnt da Attribute oder Eigenschaften, egal wie ihr sie nennen wollt, definieren, gell? Und die können beliebigen Typs haben, gell? Genauso wie die Struktur. Aber wo liegt denn jetzt der Unterschied, gell? Der Unterschied liegt darin, dass wir in einer Klasse nicht nur Daten darstellen können, sondern auch Abläufe. Gell? Also in der Klasse können wir auch die Methoden darstellen. Und so haben wir im Objektorientierten eben die Daten zusammengefasst in der Klasse, gemeinsam mit den Abläufen, mit den Methoden. Gell? Und das können wir im nicht objektorientierten, also zum Beispiel in C, in der Form nicht. Gell? Also in C haben wir die Struktur, also ein Strukt, gell? Und dort können wir Daten beliebigen Typs zusammenfassen zu einem Ganzen, gell? Aber wir können keine Funktionen darin darstellen. Gell? Jetzt der eine und der andere sagt, nein, das kann ich schauen, gell? Und dann geht der Funktionszeiger definieren ihn hier drinnen und so, gell? Also ganz wilde Sachen. Gell? Okay, ja. Aber im Prinzip sind Strukturen dazu gedacht, dass man Daten beliebigen Typs zusammenfassen kann zu einem Ganzen. Gell? Genauso wie bei der Klasse, wo man dann halt zusätzlich die Methoden hat. Gell? Ja, das Ganze beschreiben Sie sehr schön dann auch hier im Wikibook zu C, gell? Wo Sie hier dann auch ein Beispiel machen, gell? Und sagen, okay, so schaut es aus. Also eingeleitet wird es durch ein Schlüsselwort, Strukt, gell? Also. Und dann gibt man der Struktur einen Namen, gell? Das ist so wie der Klassenname, gell? Also Class, Datum, gell? Und so hat man in C Struct, Datum geschrieben, gell? Dann öffnet man jo, geschwungene Klammer und beschreibt Komponente für Komponente die Daten, die wir darstellen wollen, gell? Also int Tag, Char, Monat 10, gell? Also 10 Characters zur Darstellung des Monats, gell? Als Zeichenkette.
int jahr. Gell? Haben wir gleiche Datentypen in den Elementen? Nein, gell? Wir haben also einmal Integer, dann eine Zeichenkette als Jarfeld und dann nochmal ein Integer. Gell? Und das Ganze wird dann zusammengefasst in eine Struktur. Und jetzt muss man aufpassen. Was ist denn das bis jetzt, wenn wir das so sehen? Das ist nur eine Deklaration, nur eine Beschreibung. Wenn wir das im Code machen, haben wir noch keinen Speicher definiert. Wir haben noch keine Variable. Wir haben erst eine Beschreibung. Gell? Und das ist eine Deklaration dann. Gell? Ich habe da so ein kleines Beispiel mitgebracht. Gell? So. Und zwar habe ich hier, ja, ich habe es jetzt einfach mal direkt in die Funktion hier geschrieben. Ich könnte das auch oberhalb der Funktion schreiben, gell? Ich kann Deklarationen auch in Header-Dateien schreiben, gell? Also wenn wir die System-Header-Dateien durchsuchen, dann finden wir oft eine Struktur, die doch deklariert wurde, gell? Also Deklarationen kommen dann auch in Headers und ganz typischerweise in Headers, gell? Ja, also, wenn wir das so haben, gell, also Strukt, Name der Struktur, ich schreibe hier ganz gern ein Unterstrich S dann dazu, gell, damit ich weiß, ah, dieses bla, das ist keine Variable, das ist kein Typ, das ist eine Deklaration einer Struktur, gell? Okay, so, geschwungene Klammer auf und dann kommen die einzelnen Komponenten, gell, also in dem Fall float x, float y und ein Integer z, gell, also drei Komponenten, zwei verschiedene Typen, gell, darf ich das machen? Ja, gell, ich kann also Komponenten beliebigen Typs hier darstellen, gell. So, und dahinter steht jetzt kein Strichpunkt, wie hier, sondern hier steht B4. Gell? Wenn ich das so mache, wenn ich also die Deklaration einer Struktur habe und direkt dahinter steht ein Bezeichner, dann sind das Variablen. Gell? Also B4 ist eine Variable. Eine Variable wovon? Davon. Gell? Davon, was davor steht. Was steht davor? Die Deklaration einer Struktur. Gell? Also B4 ist eine Variable. Gell? Also wir haben jetzt noch nicht gesehen, es gibt auch das TypeDef als Schlüsselwort, um Typen dann zu deklarieren. Das müssen wir erst machen. Gell? Okay, also bis jetzt, wenn man hinter der Deklaration der Struktur einen Bezeichner haben, dann wird es eine Variable. Und die Variable, die existiert zur Laufzeit. Deshalb ist keine Deklaration, sondern eine Definition. Gell? Also B4, die wird hier definiert, gell? Und zur Laufzeit bekommt sie Speicher. Wie viel Speicher? Ja, mindestens so viel, um einen Float, noch einen Float und einen Integer darzustellen, gell? Also das System könnte auch dann mehr zuweisen, gell? Aber im Prinzip das brauchen wir als Platz. So, wenn wir jetzt mit dieser Struktur arbeiten wollen, wenn wir also nicht nur B4 wollen, sondern wir wollen auch noch andere Variablen, die ein solches Format hier haben, gell? Dann gehen wir einfach her und nehmen dieses Struct bla s, gell? Und schreiben es hin. Struct bla s und nachher schreibt man die Variablen von Struct bla s, die man haben will. Und in dem Fall habe ich eine B1, eine B2 und eine B3 definiert, gell? Also drei Variablen. Davon wird B1 initialisiert, gell? Okay, also ich schreibe hier gleich B1 ist gleich, gell? 0,0, 1,0 und 1. Stimmt das überhaupt? Geht das? 0,0, aha, float, passt. 1,0, float, passt auch. Gell? 1 Integer passt auch. Gell? Okay, also B1 wird definiert und initialisiert.
B2 und B3 werden hingegen definiert. Wir haben also dann Speicher zur Laufzeit, aber sie werden nicht initialisiert. Geil? So, und jetzt schauen wir, wie wir die verwenden können. Und die verwenden wir, geil, so, als ob ihr Objekte in Java oder auch in C++ hättet. Geil? Man nimmt also den Namen der Struktur, dann kommt der Punkt und die Komponente. Geil? Also, Name der Struktur, Punkt, Komponente bedeutet, man greift auf die gegebene Komponente zu. Diese Komponente hier ist x. Und was ist ein x? X ist ein Float. Geil? Also, die Struktur Punkt x ist nicht die Struktur als Ganzes, sondern ich nehme aus der Struktur Punkt die Komponente. Und damit ist das ein Float. Geil? Und was darf ich mit einem Float machen? Ich kann Gleitkommazahlen hineinschreiben. Geil? Ich darf also schreiben, ist gleich 1,1. Geil? Und mit y darf ich das auch machen. Geil? Ich darf also in der Struktur an der Stelle y etwas hineinschreiben. Und das ist ein Float, richtig Float, gell? Dann habe ich noch das Z, hier schreibe ich eine 2 hinein, gell? Und damit ist B2 Komponente für Komponente initialisiert, gell? So, was geht noch mit Strukturen? Strukturen kann ich zuweisen, gell? Ich kann also sagen, B3 ist gleich B1. Und damit wird eine Kopie der Inhalt erstellt. Geil? Jetzt ist also nicht so wie bei Feldern. Felder haben wir gesagt, können wir nicht so einfach zuweisen. Felder sind zusammengesetzte Datentypen. Und wenn wir den Namen eines Feldes nehmen, dann haben wir eigentlich die, dann haben wir die Adresse des Speichers, wo das Feld liegt. Geil? Bei Strukturen ist das etwas anderes. Wenn wir die Struktur, den Namen der Struktur nehmen, dann haben wir den Inhalt und der wird dann zugewiesen. Geil? Also können wir sagen, B3 ist B1. Geil? Und ich kann auch sagen, B4 ist B2. Geil? Okay, also wir haben hier 4 Variablen. Geil? Also B4, B1, B2, B3. Und ja, was kann ich auch machen? Ich kann machen B4. Okay, also diese hier. Das ist ja auch eine Struktur. Hier haben wir alle Strukturen. Geil? Also b4.z. Was ist denn b4.z? b4.z ist ein Integer. b4.z plus plus. Darf ich das machen? b4.z ist ein Integer. Darf ich auf einen Integer plus plus anwenden? Und die Antwort ist ja, ich darf. Geil? Ich könnte nicht schreiben b4 plus plus, weil b4 ist eine Struktur. Was soll er mit der Struktur plus plus machen? Geil? Macht nicht viel Sinn. Geil? Aber b4.z, geil, also die Komponente, die ein Integer ist, die kann ich mit plus plus inkrementieren. Geil, das geht. So, was mache ich hier? Hier gehe ich noch eine Ausgabe machen. Geil, und ja, genauso wie bei Feldern kann ich auch bei Structs nicht einfach das Struct als Ganzes ausgeben. Das geht nicht, weil Printf kennt ja die Komponenten nicht. Printf weiß nichts von der Struktur. Was muss ich machen? Ich muss Komponente für Komponente zugreifen. Geil? Also wenn es 3 sind, dann kann ich sie einfach hinschreiben. Geil? Sind es hingegen sehr viele, geil? Dann ist es nicht so einfach. Geil? Mhm. Geil? Okay, ja, dann wollen wir mal schauen. Geil? So. Also, Mick hat ja, keine Ausgabe, ist eine gute Ausgabe. Geil? Dann schauen wir mal, was passiert. Also B1 ist 0,0, 1,0 und 1. Schön. Dann B2 ist 1,1, 0,1 und 2. Das, was wir hineingeschrieben haben. B3 ist B1, oder? Also müsste in B3 dasselbe stehen wie in B1. Und tut es das ja. Das stimmt, gell? Und dann B4, B4 war ja B2 und dann haben wir Z noch inkrementiert, gell? Also 1,1, das passt, 1,0, nein, 0,1 und 0,1, das passt auch und nicht Z gleich 2, sondern Z gleich 3, weil wir es inkrementiert haben, gell?
Ja, schön, das scheint zu funktionieren, gell? Ja, also, das ist dieses Beispiel mit Strukts, wo man also Komponenten beliebigen Typs zusammenbauen kann. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen im Raum Punkte darstellen, gell? Und zwar im zweidimensionalen Raum, gell? Also nur mit x, y, gell? Und diese Punkte mit x, y, gell, die wollen wir dann in einem Strukt darstellen, gell? Also pro Punkt ein Strukt. Und jo, wir haben hier so Beispiel, gell? So, und zwar, wenn wir hier haben ja p, gell, braucht man ein xp und ein yp und q, ein xq und ein yq, gell? Wir brauchen also die beiden Komponenten zur Darstellung für p und q. Und ja, und jetzt ist noch was Schönes, gell? Also, wenn man einen Punkt darstellt, dann kann man mit dem Punkt auch einen Ursprungsvektor darstellen, also ein Vektor, der im Ursprung startet und zum Punkt hin verläuft, gell? Und genauso mit Q, gell? Und jetzt können wir, wenn wir zwei Vektoren haben, durch das Parallelogramm, das wir vervollständigen, eine Summe dieser beiden Vektoren bilden, gell? Also P plus Q als Vektor dargestellt, gell? Also hier haben wir ja, man kann Punkte nicht einfach addieren, dann müssen wir das als Vektoren darstellen, dann müssen wir den Vektoren einen Namen geben, gell? Okay, habe ich in dem Fall jetzt nicht ganz sauber gemacht, aber wir, auf jeden Fall, wir wollen die Vektoren b, also Ursprung zu p und Ursprung zu q addieren und dann habe ich den Ergebnisvektor, gell? Und wie bekomme ich diesen da? Den bekomme ich durch die Summe der x-Komponenten, gell? Wenn ich also dieses xq nehme und dann das xp, die Projektion auf die x-Achse und das addiere, dann habe ich das, ja, die x-Koordinate der Summe der beiden Vektoren und bei y genauso, gell? Wenn ich also y von p und y von q addiere, dann habe ich die Summe davon und das ist das y der Summe der Vektoren, gell? Ja, und das, was wir hier so schön grafisch machen, was ihr in der ersten Klasse in Physik mit den Kräften auch gemacht habt, das kann man dann auch darstellen. Man kann also diese Punkte, beziehungsweise dann, wenn man sie als Vektoren interpretiert, die Vektoren als Strukt darstellen und man kann damit dann auch rechnen. Und das wollen wir machen. Wir wollen also ein Modul entwickeln, weil das in diesem zweidimensionalen Raum die Summe zwischen zwei Vektoren eben durchführen kann. Genau das hier, gell? Also diese zwei Vektoren werden addiert, gell? Und das wollten wir in einem Modul machen, damit wir das Modul dann beliebig verwenden können, gell? Vielleicht auch verkaufen, gell? Also vielleicht würde jemand für die Summe zweier Vektoren, gell? Für die Berechnung für die Summe zweier Vektoren ja auch bezahlen, wer weiß, gell? Und dann wollen wir noch etwas anderes machen. Wir wollen das Produkt aus einem Vektor und einem Skalar, gell? Ein Skalar ist eine reelle Zahl, eben auch berechnen. Und was ist das, wenn man einen Vektor mit einem Skalar multipliziert, gell? Ein Vektor mit einem Skalar multipliziert, dann wird er je nachdem, ob dieser Skalar größer oder kleiner 1 ist, gell, entweder gestreckt, gell, also mal 2, dann wird er gestreckt, aber die Richtung bleibt erhalten, gell, oder eben gestaucht, gell, wenn also der Betrag dieses Skalars kleiner ist als 1, gell, irgendwo zwischen 0 und 1, dann wird der Vektor gestaucht, gell, wird er kleiner, gell, dieser Vektor. Gell, also irgendetwas mit mal 0, etwas, dann wird es kleiner. Gell, ist negativ, was passiert dann? Dann gehen wir die Richtung umkehren. Gell? Und das wollen wir dann auch als Funktion in diesem Modul zur Verfügung stellen. Gell? Also wollen wir ein Modul schreiben, das zwei Dinge kann. Gell? Einmal die Summe zweier Vektoren bestimmen und zweitens das Produkt zwischen einem Vektor und einem Skalar darstellen. Gell? Das ist also das, was wir jetzt machen wollen. Und um das dann auch zu testen, brauchen wir dann ein Testprogramm. Gell? Also nicht im Modul dieser Vektoren wollen wir das testen, sondern als getrenntes. Gell? Das könnte auch ein Kundenprogramm sein. Gell? Könnte man auch sagen, ja, du machst das Testprogramm und du schreibst das Modul für diese Vektoroperationen.
Geil, ja. Und das könnte man dann machen, geil. Also wenn man, jetzt schauen wir mal, hier haben wir auch noch ein Beispiel, wenn wir ja einen Vektor haben, geil, und das Skalar, mit dem wir multiplizieren, ist 1,5, geil, dann wächst der, geil, dann die Richtung bleibt die gleiche, Richtung sind auch, geil, mal 1,5 wird er um 50% länger, der Vektor. Das ist dieses Produkt, das Vektor mal Skalar, geil. Jo, so ist das, geil. Ja, und wie geht man das ausrechnen? Geil, also die Summe, da werden die x-Komponenten jeweils addiert und die y-Komponenten, die ja, das Produkt aus dem Vektor und aus dem Skalar wird also die x-Komponente mit 1,5 und die y-Komponente mit 1,5, wenn eben das Skalar 1,5 ist und sonst ist eben ein anderer Skalar, gell? Ja, das wollen wir dann eben programmieren und dann auch mit einem Testprogramm dann testen. Viel Spaß!